Damit Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem neuen New Projekt und zwar Newer Summer Stunt. Ganz klar, ich würde sagen, wir starten direkt rein. Kommen wir direkt zu Level 1.1. Ich finde es schade, dass sie keine Namen haben, aber du sollst ja nicht stören. Oh, welch Wunder, es geht direkt in einer sommerlichen Welt los. Und es geht relativ entspannt los, das finde ich gut. Ein unsichtbarer Block mit einem Run-Up, let's go. Und die Starcoin, wundervoll. Bumm. An den Palmen vorbei. Holen wir auf die Polizei. Über die Fässer, hier oben drauf. Dich nehme ich und werfe ihn dir ins Gesicht. Haha. Oh, eine Ranke. Das ist bestimmt ein Secret. Sieht aber für mich ehrlich gesagt eher nach Red Ring raus. Und warum muss Mario jetzt hier wie ein Hubschrauber rumfliegen? Let's go. Eine Feuerblume. Was befindet sich hier drin? Gar nichts. Hier geht's runter. Gibt's da irgendwas? Nö, schade. Leider nicht. Nein, er hat mich getroffen. Du Gartenkobold. Und hier ist aber auch schon direkt der Checkpoint. Oh mein Gott, was war das denn? Das war knapp. Hier die Wippe richtig hinmachen und hier oben ist eine Feuerblume. Ganz genau, so will ich das. Ein P-Switch, der blaue Blünzen... Blaue Münzen spawnt und einfach schon das Ziel. Kommen wir direkt zum nächsten Level. Welt 1, 2, mal gucken, was uns erwartet. Wieder was Sommerliches. Das ist ja fast so, als wäre das Spiel sommerlich aufgebaut. Hier rechts könnte noch was sein, aber das sieht nicht so aus. Ich glaube, wir sollen es damit hochfeuern. Nee, nach unten? Oh, hier rechts ist immer noch keine Star. Ich sag's euch, irgendwann. Irgendwann wird hier mal eine Starcoin sein. Eine lecker schmeckotastische Eisblume, die uns hilft, diese Pflanze hier einzueisen. Ah, nicht die Flap-Flaps. Oh, oh, da steigt das Wasser da rechts. Das ist bestimmt wichtig für irgendwas. Nur, ich kann euch nicht sagen, für was. Eine Starcoin. Let's go. Eine Pflanze, die aus einer Röhre rauskommt. Auch schön. Ein Pilz und... der Checkpoint. Und sogar noch eine Eisblume. Wir werden hier richtig beschenkt, das freut mich. Hier nach unten, da rechts ist die Starcoin. Mal gucken, wie wir da hinkommen. Einmal hier durch und da konnte man nach unten. Egal, wir haben die Starcoin. Mehr will ich nicht. Wobei, wir sind auch in 1-2. Da gibt es auch immer einen Secret Exit, nicht? Vielen Dank für nix. Ich bin da völlig umsonst runtergegangen. Na, ich glaube, mit dem P-Switch soll man da hochgehen. Muss ich hier unten dagegen springen? Für ein One-Up? Ich dachte, hier wäre der Secret Exit. Oh, Flap-Flaps. Sind nicht so schön. Von denen werde ich nämlich immer getroffen. Was wollen die von mir? Ah! B, C, D, E, F, G, H, I, J. Ah, halt's Maul. Let's go, dritte Starcoin. Und ist hier auch dann direkt der Secret Exit? Wir werden es herausfinden. Vielleicht gibt es auch keinen Secret Exit. Ich weiß nicht, auf jeden Fall haben wir das Level geschafft. Super easy. Scheinbar gibt es in dem gesamten Hack keine Secret Exits. Damit bin ich auch cool. Das ist schön. By the way, falls ihr hiervon nichts mehr verpassen wollt, würde es mich natürlich mega freuen, wenn ihr ein Abo da lassen würdet. Das wäre grandios. Wow, schaut euch mal diese Wasserfontänen an. Die sind auf jeden Fall neu designt. Die sehen ja todescool aus. Hui! Die Starcoin ist auch zu freundlich. Haben wir... Ich glaube, wir hätten das eigentlich mit dem Powerblock unten machen sollen, aber egal. Och komm, der war doch nicht. Doch. Ich bin hier völlig umsonst hoch... Jetzt wird's aber Betrug langsam. Oh, Checkpoint. Lecker, Checkpoints zum Frühstück. Immer wieder gerne. Oh Mann, ich werde hier von allem die ganze Zeit... Das ist nicht euer Ernst. Ey, hier sterben wäre aber auch schon... Ich bin staut, das ist die Starcoin. Die sehe ich doch da, wo der Cooper gerade reingelaufen ist. Ja, ja, ziemlich auffällig. Und ab nach hier oben. Hier ein bisschen durchs Wasser unten. Oh mein Gott, was ist denn diese Starcoin? Jetzt, let's go. Wie ein Profi, wirklich, Guys. Ich habe so viel gelernt. Falls ihr das normale Newer-Projekt nicht gesehen habt, ich verlinke es euch oben mal auf dem i. Ist mega cool geworden. Genauso wie das Level hier. Entspannt. Ich habe keine Ahnung, was dieses Haus hier soll, dieses Pilzhaus. Ist einfach nur ein Item. Cool. Kommen wir zum Castle, auf dem Larry schon oben thront. Werden wir ihn besiegen können? Ich weiß es nicht. Ich will schwer hoffen. Wäre nicht so gut, wenn nicht. Oh, es ist natürlich was mit bewegten Sachen. Ah doch, ich krieg's hin.
Ja. May the Bewegungssteuerung be with me. Nur für Coins bin ich jetzt hier rein. Bis jetzt gab es doch noch gar nichts Innovatives tatsächlich. Hier gibt es so viele Türen, Mann. Ich weiß gar nicht, wo ich überall rein soll. Oh, hier auf jeden Fall. Weil hier gibt es eine schmeckotastische Starcoin. Wundervoll. Einmal die Kugel runterrollen lassen. Gar keine Lust, wegen sowas zu dienen. Okay. Hier rechts ist was Sassiges. Ja, gar nichts. Dankeschön. Aber hier gibt es einen Checkity-Checkity-Checkpoint. Und hier wieder ein paar wunderbare Drybones, die sich mit mir anlegen wollen. Ich finde es auch gut, dass wir noch fast keine Starcoin haben. Vielleicht ändert sich das ja mit dieser Tür. Man weiß es nicht. Ein One-Up, dankeschön. Ich möchte mich ja gar nicht über ein One-Up beschweren, aber ein One-Up. Vielleicht ist hier drüben, haben wir da bessere Chancen. Mal schauen. Das sieht verdächtig nach einer Starcoin aus. Wir haben die zweite verpasst. No way. Okay, aber hier ist auch schon das Ende. Gibt es da drüben noch ein krasses Item? So, jetzt aber rein da zum Boss. Okay, es sind keine Custom-Bosse. Natürlich, klar, es ist auch nicht newer Super Mario Bros. Wii. Aber wäre schon cool gewesen, tatsächlich. Zweiter Treffer. Und Treffer Nummer 3, gar kein Problem. Ist das hier? Oh, aber der ist fies. Das sieht man nur, weil da das Grün einfach grün bleibt und nicht grau wird. Mit 1-4 geht es hier direkt mal weiter. Und hier hinten wieder keine Starcoin. Oh nein, was ist das denn? Und das ist ein Floß, was fährt. Okay. Oh, die erste Starcoin. Der Propeller hätte aber auch anders versteckt sein können. Da wäre ich fast von einem Fisch getroffen worden. Ah, bitte nicht. Hört doch auf. Na klar. Ist ja jetzt nur so eine Idee, aber vielleicht sollte ich mit dem Floß mitfahren. Ein Stern? Noch ein... Let's go. Ja, ist ja gut, ich höre schon auf. Checkpoint! Eine lecker schmeckotastische Feuerblume. Feuerblume. Aber noch keine zweite Starcoin. Das macht mich ein bisschen... Oh. Oh! Ha! Unfassbar. Ja, was soll das denn schon wieder? Ja, genau. Also... Okay. Nein! Alles klar. Oh, aber eine Feuerblume. Das ist nicht passiert. Das ist... Ach, Mann. Hier ist eine Ranke. Bitte führ mich zur Starcoin. Oh ja, das sieht gut aus. Let's go. Und wieder zurück direkt ans Ziel. Let's go. Ein deutlich schwereres Level, aber trotzdem cool. Kommen wir direkt zum nächsten. Ich überfall dich jetzt. Vielen Dank dafür. Oh, das wird hart, Leute. Das wird hart. Das war ja fast unmöglich. Ah, cool. 3 Pilze. Dankeschön. Mit Welt 1.5 steppen wir direkt rein in luftige Höhe. Sieht so aus. Mit einem Pinguin in luftigen Höhen? Ich habe alles erwartet. Eine Feuerblume, ein Propeller hätte aber kein Pinguin. Ich glaube, der Clou ist ein roter Panzer. Let's go. Was hier oben? Nun One-Up? Nur ein One-Up. Und genau in dem Moment geht natürlich die Wasserfontäne aus. Ist das nicht schön? Diesmal machen wir den saferen Weg und benutzen die Koopas. Nee, jetzt nicht noch ein Lucky-Tuch, sag mal. Gar nichts gibt's. Was? Er hat sich einfach geduckt. Hä? Ich konnte gar nichts machen. Checkpoint. Rein hypothetische Frage. Wie komme ich nach da oben? Gar nicht, okay. Die Starcoin sieht für mich eher geschenkt aus. Ist auch die zweite, perfekt. Ist Schildkrötenparty oder was? Ja, ist... Ach nee, komm. Komplett garbage schon wieder hier. Wie soll ich denn an die Starcoin da hinten kommen? Oh, man kann hier oben drüber fliegen.
Das sieht doch kein Mensch. Oh, jetzt aber bitte ins Ziel hier. Uiuiuiui. Das wäre dann auch geschafft. Guys, wir sind leider auch schon wieder am Ende der ersten Folge hiervon. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, lasst auf jeden Fall ein Abo da. Dann werdet ihr immer direkt benachrichtigt. Und ein Like würde mich natürlich auch freuen, wenn euch die Folge so gefallen hat. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao, ciao, Leute.